Herzlich willkommen zum weiteren Taktikguide von MMOZone. Diesmal möchte ich euch den Instanzboss Freya vorstellen. Wir fangen mit der ersten Phase an, und zwar ist es da unsere Aufgabe, den Buff, den sie selber hat, die Einstimmung auf die Natur. Erhöht die erhaltene Heilung um 4%, und Freya hat einen Stapel von 150 von diesem Buff, also müssen wir den erstmal runterkriegen, und das kriegen wir, indem wir hier die Mobs, die sie spawnen lässt, töten. Und zwar als erstes sehen wir hier gerade den uralten Konservator. Der entfernt 25 Debuffs, beziehungsweise 25 Buffs Einstimmung der Natur quasi. Der uralte Konservator, den wir hier gerade getötet haben. Ihr seht hier überall ringsherum Pilze, unter die müsst ihr euch runterstellen. Sonst könnt ihr nicht casten. Ja, da das sonst überall, wo kein Pilz ist, ist AOE Silence, könnt ihr euch so merken. Hier ist die zweite Verbündete der Natur gerade erschienen. Und zwar ist das das Dreierpack, welches besteht aus einem uralten Wassergeist, aus einem Sturmpeitscher und aus einem Knallpeitscher. Das Schwierige hierbei ist, die drei Mobs müssen nahezu gleichzeitig down gehen, da sie sonst wieder spawnen, und das ist mitunter nicht ganz gut. Den Knallpeitscher lasst ihr am besten von einem Range. Bei uns hat es, glaube ich, ein Caster gemacht, getankt. Da der Knallpeitscher eine gehärtete Rinde, einen Buff hat. Und das kann dann mitunter sein, dass dann euer Tank einfach one-hitted wird. Also einfach irgendwie einen Range-Caster abstellen. Der macht dann Aggro auf den Mob. Und ja. Ansonsten seht ihr hier gerade schön im Bild, wir fokussen immer wieder diese spawnende Bäume. Das heilt einfach, also jetzt eben wäre es nicht so schlimm, aber das heilt die Mobs und Freya selbst. Also unbedingt immer diese Bäume fokussen, die hier spawnen. Ja, das ist die letzte Welle, sage ich mal, die dritte, die sich spawnen lässt. Das sind explodierende Peitscher. Ihr seht, wir haben sie ja nahezu alle weg AOE'd. Das war eigentlich ein Musterbeispiel, wie man es macht. Einfach die Eisfalle, Frostfalle hier hinlegen, die Mobs aus 15% bringen und dann zusammen weg-AOEen. Ja, ich kann vielleicht nochmal kurz vorlesen, wie viele Buffs diese Mobs jeweils clearen. Und zwar den Mob, den wir gerade sehen, diesen Konservator, entfernt 25 Buffs von den 150. Diese kleinen explodierenden Peitscher haben 16 entfernt. Und das Dreierpack, bestehend aus einem Wassergeist, Sturmpeitscher und Knallpeitscher, hat 30 entfernt. Also wir benötigen circa 6, 7 Phasen, damit wir dann in Phase 2 starten können. Ja. Hier ist es nochmal, hier sieht man es gerade nochmal schön. Nature's Fury auf mich. Das ist, ja, so ein, keine Ahnung genau. Er macht auf jeden Fall gut Schaden an der Gruppe. Deswegen sollte man mit diesem Buff rausgehen. Ja, ansonsten hier spawnen nochmal die drei. Wie gesagt, Knallpeitscher, Sturmpeitscher und das Wasserelementar. Das Wasserelementar solltet ihr und könnt ihr stunnen. Und sollte auch immer gestunnt sein, da es sonst durch die Gruppe einfach roamt und ja, nicht angenehm. Also, ja, einfach schön stunnen. Gleichzeitig downbringen. Und dann passt das. Ja, das war eigentlich somit die erste Phase. Unser Ziel ist es, wie gesagt, die 150 Buffs von Freya runterzubekommen, da ihr sie sonst nicht töten könnt, weil sie sich schneller heilt, als ihr DPS machen könnt. Ja, hier sieht man nochmal sehr schön, die drei Elementare sind nahezu auf 10%, 12% und werden dann jetzt einfach weg-AOE'd. Okay, hier ist der Knallpeitscher. Das ist, wie gesagt, der von einem Range getankt werden sollte oder eigentlich muss mit eurem aktuellen Equipment-Stand muss er einfach von einem Range getankt werden. Ja. Die ganzen einzelnen Fähigkeiten findet ihr auch nochmal auf unserer Website, habe ich schön zusammengefasst. Das sollte jetzt die letzte Welle mit den Kleinen sein. Diese, wie gesagt, auch schön zusammenziehen, frostvolle Eisfallen legen, vielleicht gespeckten Blizzard noch, dass sie nicht abhauen können und sie einfach töten, da sie explodieren und dann machen sie doch immensen Schaden. Ja, das war die erste Phase vom Kampf gegen Freya, und Phase 2 beginnt direkt im Anschluss.
So, nachdem wir die erste Phase erfolgreich überstanden haben. Ja, hier sieht man Bloodlust und jetzt ist es wichtig, eigentlich Full DPS auf Freya. Hier diese Sonnenstrahlen, die man eben im Bild gesehen hat, da solltet ihr natürlich auch rausgehen. Und ja, ansonsten lässt Freya gleich so kleine, ja, so kleine Knospen auf sich fallen. Beziehungsweise wirft sie einfach in die Menge und daraus solltet ihr auch gehen, seht ihr gleich nochmal. Ansonsten natürlich immer wieder den Baum fokussen. Hier sind die angesprochenen Knospen, die blinken so hellgrün. Das seht ihr da hinten gleich, die explodieren und dann fliegen die Spieler durch die Gegend. Also da solltet ihr aufpassen. Ja, Freya ist schon auf 35%, also schon recht bald nah down. Unsere DPS ist da relativ gut. Und ja, ansonsten wichtig in dieser Phase ist, wie gesagt, die Bäume fokussen und aus diesem Knospen hier rauszugehen. Da die explodieren, sieht man hier sehr schön. Und ja, hier rechts ist wieder der Baum, fokussen. Und das war eigentlich der Kampf gegen Freya. Ich hoffe, ich konnte euch ein, zwei Tipps geben und wünsche euch viel Glück und Erfolg bei Freya.